Bei der Nachbesprechung eines Einsatzes bemerken Florian Winter und Dennis Mann plötzlich einen Tumult auf der anderen Straßenseite. Hey, hallo, guten Tag. Lass sie in Ruhe. Mal zurück. Polizei Köln. Großer Problem. Ich hab gar kein Problem. Ich hab quasi mich nur mit der Dame unterhalten. Das haben wir gesehen. Aber ja. Ich glaube, sie wollte das nicht, sich mit dir unterhalten. Ach Quatsch. Sie haben sich aber ein bisschen mehr mit den Händen unterhalten als mit dem Mund. Ja, wir kennen uns halt ziemlich gut. Ja, und wo ist das Problem? Ja, ich wollte mich mit ihr unterhalten. Ich habe gefragt, ob sie Zeit hat und mit mir kommen möchte. Ein bisschen was chillen. Ja. Aber es war da kein Problem. Okay. Ihnen geht's soweit gut? Ja. Oh, Sie haben die Nase blutig? Ja, das passiert mir manchmal. Das ist, wenn ich mich aufrege oder so. Wer ist denn hier wer? Sie sind? Ich bin die Frau Albrecht. Schönen guten Tag, Frau Albrecht. Ich bin nur dazwischen gegangen, weil ich habe das mitgekriegt. Ihr Name? Julia. Nur Julia? Grundfeld. Okay. Und Sie sind der Herr? Frank Langenbach. Und Sie kennen sich alle untereinander? Ja, ich kenne Sie schon länger. Sie ist eine gute Freundin von mir. Wir wollten dann quasi zusammen was unternehmen. Aber irgendwie... Ja. Ich wollte eigentlich nur zu meinem Sohn. Der hat heute Geburtstag und er wohnt halt eben hier. Und bin gerade mit der Tochter gekommen und da habe ich das halt eben gesehen. Und da bin ich dazwischen gegangen. Ne? Und okay. Das liegt ja der ganze Kante. Sollen wir mal eben kurz den Müll einsammeln? Oder nicht Müll, aber das ist ja hier. Das heißt, okay, schaffe ich schon alleine. Das schaffe ich schon alleine. Wieso haben Sie, Entschuldigung, wieso haben Sie hier die Adresse von meinem Sohn? Ja. Das ist nicht das mein. Ist mein Sohn, Noah Albrecht. Das können wir gleich mal. Sollen wir mal darüber gehen? Was haben Sie denn mit meinem Sohn zu tun? Hallo? So, die Herrschaften, wir gehen einmal kurz darüber. Sie wollten hier rein zu Ihrem ja, Sohn. Zu meinem oder was? Sohn, der hat nämlich heute Geburtstag. Vergessen Sie die Torte nicht. Wir gehen mal ein Stückchen hier rüber. Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso, was? Der hat was heute Geburtstag und. Nee, von ihm brauche ich einmal einen Ausweis, bitte. Stellen Sie mal hier ab. Ja. So, da Sie das Ganze jetzt hier beobachtet haben, können Sie mir einmal ganz kurz sagen, woher Sie jetzt kommen, wohin Sie wollen und was Sie gesehen haben? Ja, ich komme hier um die Ecke. Ich habe halt, wie gesagt, die Torte für meinen Sohn. Der hat nämlich heute Geburtstag, der wohnt der hier. Der wird 25. Der wird 25, das haben Sie gesehen. Ja, jetzt ist natürlich alles kaputt. Ja, super. Und dann habe ich die halt eben streiten sehen und das sah für mich definitiv aus, dass er sie halt eben sexuell belästigt. So kann ich das nicht anders sagen. Aus der Ferne sah das für uns auch so aus, weil er hatte seine Hand schon mal Richtung Gesäß von der jungen Frau. Na? Quatsch. Nein, aber es hat so ausgesehen, deshalb bin ich dazwischen gegangen. Nee, alles gut. Ich mach das ja nicht aus Spaß an der Freude. Einmal ganz kurz Ihren Ausweis und dann hören wir mal die Geschichte der jungen Frau mit den Nasenbluten an. Ja. Hat er sie an den Hintern gefasst oder? Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Ich kenne ihn halt schon länger und es ist einfach, ja, sah vielleicht jetzt ein bisschen doof aus. Aber lässt man sich dann an den Hintern fassen? Ja, wie gesagt, wir hatten nur eine Meinungsverschiedenheit. Es sah vielleicht ein bisschen ungünstig aus, aber ja, das mit der Nase war ja nicht. Ich habe das, wenn ich mich aufrege, dann kriege ich öfters Nasenbluten, also. Jetzt mal ganz kurz nur zum Verständnis, was jetzt hier gerade so ein bisschen Unruhe gebracht hat. Was war das für ein Zettel in der Klarsicht? Das möchte ich auch gerne. Weil die junge Frau heißt Albrecht. Diverse Kondome dabei und der Name war ja wohl der von ihrem Sohn. Ja. So, Katrin Albrecht. Ich weiß nicht jetzt, wie der da hingekommen ist. Ne? Kennen Sie Ihren Sohn? Nein. Warum haben Sie da einen Namenzettel? Ich weiß nicht, wie der da jetzt hingekommen ist. Ja, das gehört mir nicht, der Zettel. Ja, aber Sie müssten doch irgendeine Verbindung haben mit meinem Sohn, sonst hätten Sie doch diesen Zettel nicht da drin. Weiß ich nicht. Und entschuldigen Sie bitte, also Ihrem Outfit nachzuurteilen. Mein Sohn erwartet mich. Für Kaffee und Kuchen und wie gesagt, ich kenne ihren Sohn nicht. Ich kann also, Ihnen da nicht sagen. Mir kommt das alles ein bisschen dubios vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Das verstehe ich nicht. Ich bekomme einmal von Ihnen beiden auch noch den Ausweis. Ja. Aber meinst du jetzt mit Herr Langenbach? Ja gut, wir müssen die Aussage natürlich so aufnehmen mit dem Nasenbluten. Wenn das eine Meinungsverschiedenheit gewesen ist, dann ist das so. Ja, das ist wirklich alles nur. Ganze Stress hier, ey. Allerdings, so, bleiben Sie mal hier. Och, Mädchen. Warum läufst du denn weg? So. Was ist das Problem? Ja. Sollen wir nochmal darüber gehen, oder? Ich bleib mal hier stehen. So, wo ist das Problem? Ja, ich hab noch ein Bußgeld wegen einer kleinen Ordnungswidrigkeit. Hinstellen. Geben Sie mal einen Ausweis. Ich lass Sie mal durchlaufen, ne? Der Fluchtversuch ist für die Beamten ein sicheres Zeichen, dass die junge Frau etwas zu verbergen hat. Die Abfrage der Personalien bringt das Geheimnis ans Licht. Julia Grünfeld, 30-4, 1990 geboren, Wohnung Christinastraße 66 in Köln. Die Frau Grünfeld wird es zur Haftbefehl. Sie hat im Sperrbezirk Prostitution betrieben. Sie ist auch gewerblich angemeldete Prostituierte. Allerdings hat sie eine Ordnungswidrigkeit so viel noch angekriegt von 945 Euro. Was sie nicht bezahlt hat,
und deswegen sind die jetzt auch nach dir gesucht. Ja, verstanden. Die Grünfeld, die gerade weggerannt ist, hat ein HB offen. Die ist Friedrich. Okay, warum? Hat eine Uwi nicht bezahlt. Zwangsgeld, denke ich mal. Okay. Wie gesagt, jedenfalls offene HB. Ja, gut, dann. So, Frau Grünfeld, mein Kollege hat gerade gesagt, gegen Sie besteht momentan ein Haftbefehl. Das heißt, Sie sind jetzt von uns erstmal vorläufig festgenommen, beziehungsweise verstrecken wir den Haftbefehl. Sie müssen Geld bezahlen. Haben Sie Geld mit? Können Sie bezahlen? Nein, ich... Am Bankautomaten Geld ziehen, irgendwas? Nein. Deswegen habe ich das ja auch noch nicht bezahlt, weil ich es einfach gerade nicht habe. Dann fahren wir einmal zur Wache. Sie können gerne telefonieren. Sie können eigentlich schon wieder weiter. Das mit den Nasenbluten hat sich ja geklärt. Und weiter steht hier nichts im Raum. Wir haben Ihre Personalien trotzdem aufgenommen. Vielen Dank. Sollte sich im Nachgang noch was klären, würden wir Sie noch mal anschreiben. Okay. Ja? Danke. Gut, dann tschüss. Okay. Ja. Was haben Sie mit meinem Sohn zu tun, bitte? Wieso ist der... Das würde uns auch noch interessieren. Ja, das verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich, ne? Sie gehen jetzt sowieso ins Gefängnis. Wäre vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir wissen ja auch, weswegen Sie den Haftbefehl haben. Das hat ja was mit dem horizontalen Gewerbe zu tun. Und jetzt ist natürlich die Frage... Wie ist das hier passiert? Wer war der Mann gerade? Was wollen Sie hier? Und weswegen haben Sie den Namen Albrecht bei sich? Ja, macht jetzt eh keinen Sinn mehr, irgendwie zu leugnen. Ja, also Frank ist wirklich ein guter Freund von mir. Eigentlich ist er ein Stammgast seit 3 Jahren. Den Noah, ja, den kenne ich eigentlich nicht. Ich sollte seine Geburtstagsüberraschung sein. Deswegen habe ich ja auch die Adresse und... Wer hat den gebucht für Sie? Oder wer hat Sie gebucht für ihn? Da möchte ich nichts drüber sagen, weil Diskretion ist sehr groß geschrieben bei mir. Ja, aber der weiß doch, dass ich komme. Damit habe ich ja nichts zu tun. Das ist doch Quatsch. Wie ist das denn mit der Nase passiert? Ja, ich war halt schon bei Ihrem Sohn. Und weil ich eine Überraschung war, wusste er natürlich nichts von mir. Und er hat mir die Tür vor der Nase halt einfach zugeschlagen, weil er wollte mich da nicht haben und dachte, seine Freunde haben einen blöden Scherz gemacht. Und ich bin halt einfach unglücklich gestolpert und deswegen... Gut, ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal zu dem Sohn. Es gilt zu ermitteln, ob der Mann die Prostituierte absichtlich verletzt hat. Überraschend ist allerdings, wer die Dame engagiert hat. Guten Tag. Was machst du denn schon? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke schön. Also, wir sind jetzt auch keine... Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir sind auch keine Stripper oder ähnliches. Können wir mal reinkommen? Dass wir mal das Ganze drin besprechen. Ich wundere mich, dass Sie jetzt gerade da sind. Ich habe Sie eben gerade rausgeschickt. Wir würden das gerne mal alle zusammen klären. Ja, was? Können wir? Ja, klar. Damit wir das hier nicht im Flur machen. Okay. Ihre Mutter haben wir auch mitgebracht. Ach. Ja. Ja, super. Ja, prima, ne? Einmal der freundliche Gast. Boah, können wir mal rein? Ja. So, es geht sich um Folgendes. Willst du erzählen oder soll ich? Ja, wir haben die Dame draußen auf der Straße getroffen. Die sagte, sie hätte heute bei Ihnen einen Termin gehabt. Ist wohl eine Geburtstagsüberraschung gewesen. Die Dame geht dem horizontalen Gewerbe nach. Jetzt hat sie natürlich Nasenbluten. Wir müssen noch ein bisschen aufklären, wo das Nasenbluten herkommt, ob sie hier noch eine Handgreiflichkeit oder irgendwas gegeben hat. Vielleicht können Sie mal aus Ihrer Sicht schildern, was denn hier passiert ist oder wo Sie die Dame heute zufällig kennengelernt haben. Also, wie gesagt, heute ist mein Geburtstag. Ich habe heute eigentlich nur noch meine Freundin erwartet und auf einmal stand die vor der Tür. Ich habe gedacht, wer ist das? Dann wollte ich hier hin. Also, ich habe gedacht, meine Freunde von der Arbeit verarschen mich hier irgendwie, schicken mir eine Prostituierte und so. Wenn meine Freundin gleich kommt, ich weiß gar nicht, was das hier soll. Also, ich habe gesagt, die soll sich verpissen, die soll hier verschwinden und ich weiß auch. Hey, hallo. Happy Birthday. Hi. Oh. Hi, Julia! Ja. Mein Geschenk ist schon angekommen. Ey, was soll das jetzt hier? Also, ich bin jetzt auch gerade ein bisschen verwirrt. Steckst du mich hier jetzt unter einer Decke, oder? Unter einer Decke? Das ist mein Geburtstagsgeschenk eigentlich? Ich dachte, das wären meine Arbeitskollegen gewesen. Nee. Ey, das geht gar nicht. Es geht, das ist mein Geburtstag. Hallo, ganz kurz, können Sie uns mal aufklären? So, wir sind auch da, ne? Also, ja, ich bin auch gerade überrascht. Wir haben nichts mit der Überraschung zu tun. Wir wollten nur gerade mal ganz kurz von Ihnen erfahren, was hier passiert ist. Weil, ganz kurz für Sie als Sachverhalt, die junge Dame ist hier hingekommen, hat von ihrem Lebensgefährten einmal die Tür vor die Nase zugeschlagen bekommen, weil er nicht wusste, was mit ihr ist.
Und daher hat sie jetzt auch Nasenbluten. Was ist denn mit dir? Oh Gott, Julia, es tut mir total leid. Es ist total peinlich, gar nicht. Wie spießig du schon wieder drauf bist. Was soll das? Jedermann freut sich über sowas. Ich hab gedacht, ich tue dir eine Freude zu deinem Geburtstag. Ja, dass wir halt ein bisschen Spaß zu dritt haben. Mein Gott, mach dich mal locker. Komm, meine Mutter ist jetzt auch hier. Ja, warum? Ich dachte, wir verbringen den Tag zusammen. Und ja, das hab ich auch gedacht, aber nicht so. Also. Ja, du bist auch echt immer so ein Spießer, echt. Jedermann freut sich über so ein Geburtstag. Ja, aber nicht von einer Prostituierte, also... Also ich bin jetzt auch ein bisschen, also das ist, was für ein Geburtstagsgeschenk. Also ehrlich, ist, also... Gut, dann sind wir soweit durch. Ja, wir müssen sie leider enttäuschen, ihr Geburtstagsgeschenk also, müssen wir leider mitnehmen. Toll. Nicht für uns, also für uns. Hört sich jetzt falsch an. Also wir müssen die Julia leider jetzt mitnehmen, weil... Grüße, dann gebe ich dir dann erstmal die Anstellung aufzusorgen. Julia, ich komme wann anders sicher nochmal auf dich zurück. Ich fand es mega kreativ, mein Freund ist leider zu verklemmen. We'll be right back.